Klick. Klack. So, ja, da wären wir dann wieder. Also ich würde sagen, eher, dass du läufst und ich das hier hinten mache. Weil erstens habe ich die Ausrüstung dafür. Zweitens, hast du mehr Inventarplatz frei. Ja, das habe ich wohl. Dezent. Also laufe ich hier durch, ja? Ja. Habe ich Stress? Da kommen Gegner, ja. Wo muss ich denn jetzt lang? Also das Tor war es nicht. Und da könnte ich dich sterben lassen. Ich versuche gerade herauszufinden, wo du was aufmachst. Dort, wo wir vorhin waren. Ich muss wieder zurück. Alles klar. Ich stehe hier vorm Tor und denke mir so, hä? Das Tor musst du Ach, hey, komm. aufmachen. Das kann ich nicht aufmachen. Ja, von der anderen Seite. Ach so, ich drehe wieder um hier. Das wird ein super Spaß. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo kurbelst du denn? Ich gehe mal eben hier hoch. Ich komme hier Nein. überhaupt nicht. Nein. Da Ich muss muss eben ich. gucken. Da bist du, da bist du. Da muss ich hin. Warte doch. Ich muss ja nur gucken. Du meinst dahin. Ja. Ja. Lauf los oder lauf weiter, ansonsten lasse ich nämlich los. Es ist open. It Ja, is das. open. Du musst doch weiter. Wo bin ich denn? Darf ich erstmal abchecken, wo ich muss weiter? Soll ich denn hin? Hier ist doch Sackgasse, oder nicht? Hältst du immer noch fest? Ich hätte Nein. das kurz übernehmen sollen. Ach so, okay. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal Du musst den Turm. hoch. Ich muss hoch. Wow, das war eine Schlange. Ich muss hoch. Ich lasse die Schlange mal Schlange sein. Und jetzt mache ich die offen, okay. Fahrt. Ich mache da auch zärtlich die Tür auf, bitte sehr. Dankeschön. Gern gemacht. So. Oh. Tagebuch eines Jugendlichen. 5. April. Ein Mann, der angeblich Vorarbeiter in der Ölanlage ist, hat uns heute besucht. Er sagte, er wolle alle, die in der Nähe des Ölfelds leben, gegen irgendwelche Krankheiten impfen. Die Generation meiner Eltern wurde hereingelegt. Man stahl ihnen ihr Land und machte ein Ölfeld daraus. Wahrscheinlich fühlen sich die Verantwortlichen schuldig, denn neuerdings wollen sie unserem Dorf helfen. Als wir einen Sumpf nicht überqueren konnten, bauten sie eine Art Seilbahn für uns. Manchmal bringen sie uns sogar Alkohol aus dem Ausland mit. Diese Medizin ist wahrscheinlich auch so etwas. Alle in unserem Dorf freuen sich über die Medizin, aber ich will sie nicht. Dafür gibt es keinen besonderen Grund. Mir ist nur der Vorarbeiter nicht geheuer. 8. April. Alle sind zum Ölfeld gegangen, um die Impfung zu bekommen. So ruhig ist das Dorf normalerweise nicht. Heute kann man nur schlafen. 9. April. Ich habe tagsüber zu viel geschlafen und konnte nachts nicht schlafen. Es war laut draußen. Alle haben sich mitten im Dorf aufgeregt und unterhalten. Die anderen Kinder haben alle Fieber bekommen. Die Mütter haben Wasser geholt, um die Kinder zu kühlen. Aber das hat nicht geholfen. Am nächsten Morgen waren sie alle tot. Am Morgen ist unser Anführer zum Ölfeld gegangen. Er wollte herausfinden, ob die Medizin schuld am Tod der Kinder ist. Als er zurück ins Dorf kam, sagte er, dass die Kinder an der Krankheit gestorben seien. Er befahl allen, sich noch mehr Impfungen geben zu lassen. Ich wollte das nicht, aber alle anderen im Dorf hatten Angst vor der Krankheit. Sie zwangen mich, sie zu begleiten, um mich impfen zu lassen. 10. April. Im Dorf gibt es Schlägereien. Die Männer sind sehr zornig. Vielleicht, weil die Kinder gestorben sind. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Die Frauen sitzen nur herum und bewegen sich nicht. Ich frage mich, ob sich die Krankheit ausbreitet. 11. April. Heute konnte ich nicht still sitzen. Irgendetwas bewegt sich in mir. Ich habe draußen einen merkwürdigen Mann gesehen. Er war nackt und trug eine Waffe.
Er hatte überall Kriegsbemalungen, dabei gab es heute gar kein Fest. Ich wollte mit ihm reden, aber als er sich umdrehte, sah ich sein Gesicht. Er sah nicht aus wie ein Mensch. Was ist mit den Leuten in meinem Dorf passiert? 12. April. Das Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Die meisten Frauen sind gestorben. 13. April. Kopfschmerzen. Fieber. Bin wütend. Draußen großen Mann gesehen. Riesig. Wahrscheinlich Einbildung. 14. April. Fühle mich gut. Schreie aufgehört. Scheint Spaß. Will töten. Sehr aufbauend. Ich habe mich noch gefragt, wie die sich wohl fühlen. Also ich denke mal, hier unten Glaube, wir gab's. müssen noch runter. Ja, hier unten gab's, glaube ich, nichts mehr, oder? Da ist noch auf jeden Fall eine. Ne, hier nicht. Hier ist irgendwie noch eine Vase gewesen. Hier habe ich nicht abgelootet. Slayer. Ui. Oh, Ei. Eiweiß. Hab ich jetzt gerade von oben gesehen. Was gibst du mir für ein Ei, wenn ich dich erschieße? Gar keins. Hä? War das ja Zufall, dass ein Ei geploppt ist? Ja. Stumpf. Okay, hier gibt's Okay. nichts mehr. Also Schlangen lassen häufig halt ein Ei da, aber nicht immer. Müssen darüber, wir gehen also erst da im reingucken. Oh, Schatz. Einmal die zeremonielle Maske. Hier Oh, ist noch. Monifomie. Ja. Das ist dein Handy. Boah, krass, das hört man auch. Hören, was ist los da? Also, es vibrieren könnte man hören. Ja. Jetzt habe ich die Errungenschaft 3-1. Weil wir es in 1 durchgespielt haben. Wahrscheinlich. Aha. Sie können als Akte, Sie können jetzt Albtraum verloren spielen. Sehr schön. So, dann muss ich jetzt erstmal meine Eier loswerden. Ich habe nur ein gelbes und ein weißes tatsächlich. Kannst du mir den Rest zurückgeben? Wenn du den nicht brauchst. Okay. So. Scherzi, verkaufen alles, verkaufen. Ich muss ihn verkaufen, so. Auch noch im Schall Waffen. Pack mal das braune Ei weg. Hast du mir das gegeben? Zählt das als Pfund? Naja. Ich sofort. Ich habe nicht genug Geld. Oder gib's mir So. zurück. Ich kann es ja auch wiedergeben. Das war faulte, okay. Meinst du Es jetzt? hat nicht plopp gesagt. Dann pack das dir mal weg. Entfernen, ja. Jetzt sind wir das Braune noch. Jetzt habe ich sie. Ist es denn schon Ostern, dass sie wieder haben? Kannst du behalten oder mir wiedergeben, ist mir egal. Okay, dann lasse ich sie da drin. Okay, ich glaube, wir haben es.
Okay, weiter geht's. Die Hinrichtungsstätte. Nee, ich habe nämlich noch ein verfaultes Ei und von den braunen habe ich irgendwie so 5 Stück. Deswegen. Ach hey, ja, okay, wir finden wahrscheinlich auch noch welche, ne? Naja. Happa, happa. Ich möchte da nicht enden. Da bist du schon geendet. Ja, aber nicht bei denen an dem Ding da. So, Emblemis. Noch nicht. Aber ich schnieper jetzt mal so ein bisschen. Schnieper du mal. Hoppala, Verzeihung, Randale. Nee, stimmt, zwischen dem Zelt müsste eins sein. Wieso spawnt er denn auf einmal hier oben? Was war das denn? Weil er hier hochgesprungen ist. Stumpf, der stand auf einmal da. Was soll denn sowas? Unfreundliches Pack. Ich glaube, bis dahin reicht meine Waffe nicht. Nein. Doch, doch, die hat gereicht. Ja? Ich dachte, das wärst du gewesen. Mal eine Etage höher. Irgendwo sollte hier aber doch. Und wer kann nicht schlecht Karten lesen? Doch, ich weiß es nicht, aber ich meine, hier sollte irgendwo das Emblem-Ding sein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil. Irgendwo müsste noch so ein. So ein Bogenfritze sein. Hier ist die Karte falsch rum, das erklärt einiges. Ich glaube, wir können hier erstmal rüber jumpen, was? Ja. Da ist auf jeden Fall ein Bogen, Heini. Ich komm doch wieder hoch. Oh. Penner. Sie Penner. Music out von runter. Ach, die Stelle. Ja, die Stelle ist auch lustig. Ich gehe schon mal hoch.
Ich muss doch bestimmt rüber, oder machst du jetzt die Pforte da auf? Fragen über Vorgehen. Nee, du machst wahrscheinlich das Tor da auf, wa? Das Tor muss aufgemacht werden und dafür muss einer an der Kurbel und einer auf dem Floß. Und ich würde sagen, dass ich eher auf dem Floß hingehe, weil du dodgen musst. Ja, alles klar. Ich gehe dann jetzt an den Hebel, wo du gerade warst, richtig? Ja. Weil da ist nämlich Kroko. Ja, das kannst du ruhig machen. Ich drehe. Jupp. Jetzt. Boah, krass, dauert das lange. Ist das normal? Das ist leider normal. Schon mal was falsch. Das ist eine Quälerei. Ist beides nicht so leicht. Kuckuck. Ja, moin. Ja, da hast du nicht aufgepasst. Da wärst du fast ins Wasser geplumpselt. Nee. Nee, ist aber so aus. Ich mach's extra so spannend. Oh, ich lass doch nicht los! Entschuldigung, das F liegt neben dem D. It's magic. Und jetzt? Darf ich zurück? Hier durch? Kontrollpunkt, okay. Wie sportlich sie hier hochgehen und wie er hier hochgeht. Sie springt hier einfach hoch. Hier ist ein Schatz. Hier ist das übrigens mit den Emblem. Zwischen den Zelten, ne? Yep. They help fund the BSAA. What are they doing here? Bevor du es abschießt, warte. Das sind auch, glaube ich, Schlangen. Schlangen! Dokument lesen. Typ 3 Plagers. Feldversuch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagers ist eine Woche vergangen. Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich zur früheren Version zu erzielen. Bei der Ursprungsversion gab es einen speziellen Plagers namens Kontrollplagers, der den Wirt mit besonderen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet hat. Die Kontrollplagers waren zahlenmäßig begrenzt und verursachten große körperliche Veränderungen beim Wirt, waren also nicht immer zweckdienlich, man hat es halt gesehen gehabt. Vom geschäftlichen Standpunkt aus betrachtet war dies unerwünscht. Das Ziel bestand darin, Supersoldaten ohne Nebenwirkungen zu entwickeln. Andere Teams sind mit der Entwicklung eines ähnlichen Produkts zu kommerziellen Zwecken beschäftigt, aber angesichts der Vorliebe von Las Plagas für menschliche Wirte erscheint dieses Projekt gefährlich. Mit anderen Methoden lassen sich womöglich Supersoldaten erschaffen,
Aber wenn der Wirt nicht vollständig steuerbar wird, wären sie nicht effektiv genug. Aus der Kombination eines Basisplagers und eines Gens der Kontrollplagers entstand ein neuer Plagerstyp, Typ 3. Wenn es gelingt, Typ 3 zu perfektionieren, wird er wahrscheinlich zum neuen Standard auf dem Biowaffenmarkt. Doch dieser Tag steht noch erst bevor. Bei einem kürzlich erfolgten Test sind mehrere Probleme aufgetreten. Das größte Problem ist die mangelhafte Abherenzrate. Bei Erwachsenen und Jugendlichen, männlichen, beträgt sie etwa 92%, ebenso wie bei einem normalen Lastplagers. Bei Frauen und Kindern beträgt sie für Typ 3 allerdings 0%. Angesichts dieser enttäuschenden Resultate wird deutlich, dass Typ 3 in seiner jetzigen Form keine adäquates Produkt ist. Außerdem haben sich künstliche Mutationen als tödlich erwiesen. Dies ist wahrscheinlich auf den dynamischen Einfluss des Kontrollplagegens zurückzuführen. Deswegen auch die Impfung. Allerdings blieb der Test nicht gänzlich ohne positive Ergebnisse. Unser Ziel, erhebliche physische Verbesserungen zu erreichen, wurde teilweise erreicht. Die Sprungkraft der Wirte konnte beachtlich gesteigert werden. Das heißt, die Vögel hier, die sind alle mit Typ 3 halt infiziert. Darüber hinaus gab es ein unerwartetes Resultat. Das Wachstum der Wirte, wobei einige eine Größe von fast 3 Metern erreichten. Das heißt, der dicke, fette Klotz da war auch Typ 3. Dies konnte ebenfalls auf den Gen des Kontrollplagers zurückzuführen sein, bleibt aber im akzeptablen Rahmen. Mit diesem Feldtest konnten wir nicht alle erwünschten Ziele erreichen, doch kann auch nicht von einem totalen Fehlschlag die Rede sein. Die gewonnenen Informationen lassen sich für Verbesserungen bei künftigen Tests einsetzen. Oh. Was ist das für ein Geruch? Ein Antisept. Ich hätte es mir weggemacht. Ich will es auch gerade gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Antiseptikum. Oh ja. So, ich habe keinen Platz mehr. Hier ist noch das BSA-Emblem. So rum ist das. Ah. Sehr gut. Ich kann mich aber eben einmal heilen. Warte mal. Benutzen. Und dann nehmen wir das Hilfespray nämlich mit. Im Krankenhausbett, wozu Tricer das wohl braucht? Naja, für Kranke. Ich Ist habe so das übrigens noch ein Gefühl. Käfer. Ich glaube, mehr Embleme sind hier gar nicht in diesem Abschnitt. Ich hab den schon wieder voll. Das geht mir voll auf den Zeiger hier. Sowas. So. Ich meine, dass das hier alles war. Anhö. Ei. Ein weißes. Ich bin voll. Ja, das sagst du so. Das ist doch ein Schatz. Wo sind denn jetzt her? Der war hier oben an der Kante. Oh. Nett. Gab's hier nicht noch irgendwo was? Ach ja. Ah nee, das nächste ist später. Coming.
Ja, aber Es komm mal, reicht, ein wenn du Punkt. erscheinst. Im Ölfeld ist eigentlich nichts an Emblemen. Das Ölfeld Reglerberg ist das, glaube ich, wieder, ne? Ja. Erst nach diesem Abschnitt. Ja. Oh, das ist so eine bescheidene Ecke. Pff. Ich gehe runter. Ja, weil dann spawnen nämlich auch wieder welche. Ja, du Arsch. Ja, alles gut. Ich stehe ja noch. Ich stehe nicht mehr. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Dankeschön. Ich muss eben meine. Hier liegt Money for you. Jetzt abgeknallt hier. Oh, da bist du. Der hat gerade Ha. Oh, ich habe die Kiste aufgeschossen. Ich weiß, hier kommen noch zwei Kettensägen, Heinis. Ganz böse Stelle. Ich gehe jetzt hier mal hoch. Kommt das aber nicht erst einmal. Wenn man die Ja? Rädchen dreht. Richtig. Aber ich kann hier gerade die Sachen hier aufheben. Handgranate kann ich mitnehmen, weil ich kriege die Pistolenmuni nicht mit. Ich glaube, sollen wir gucken erstmal alles ab, oder? Und dann würde ich sagen, drehen wir die Dinger in der nächsten Folge. Vielleicht sogar. Ja, Ja. Hex. Sie ist von der anderen Seite verriegelt. Oh nein. Toll, ich kann das Ding gar nicht benutzen jetzt. Das ist Stumpf, ein ja Hebel. toll. Jetzt hast du ihn doch schon getriggert. Ja, ich bin doof. Ich wollte eigentlich diese Waffe haben. Aber dann kann ich nämlich den nämlich einen Haken geben. Kriegt man den nicht tot? Doch, doch. Die musst du sogar töten. Krieg ihn von hier oben nicht, ich komm runter. Dann machst du mal wieder die Tür zu. Oh, Kontrollpunkt, auch perfekt.
Dann machen wir hier doch, glaube ich, mal ein Stöppchen, was? Ja, würde ich auch sagen. Sehr Dann schön. bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.